Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt ja in meinem letzten Video gesehen, dass ich mit der lieben Birgit von Bivo-Deko-Welt ATCs getauscht habe und natürlich bekommen auch diese entschuldigt, ATCs ein neues Zuhause. Und zwar bekommen sie in meinem Album natürlich ein Halloweeniges Zuhause. Und zwar ist das das Papier Candy Karneval. Ich könnte mich durchringen. Da war ja auf der Rückseite das und das. Das ist aus dem Kreativbund Überraschungspaket. Da war die eine Seite Halloween-Papier dabei und habe mir gedacht, tschakka. Ach, hier habe ich ja noch abgeschnittenen Streifen. Da, das ist die Rückseite. Und da werde ich mal die Seite damit dekorieren. Nee, das ist mir zu knallig. Das kann ich nicht machen. Und zwar hatte ich ja von ihr bekommen. Da habe ich alles durcheinander. Die Fledermäuse, die Gruppe, das kleine Häckslein. Und als Zusatz. Ach Quatsch, das hatte ich noch den Chlomi mir rausgesucht. Und als Zusatz habe ich den Flamingo bekommen. Ja, passt jetzt nicht ganz so ins Muster, aber ich möchte diese ja hier mit zu Hause mitgeben und ich habe jetzt kein Stück Halloweeniges Papier da, dass ich mir wieder eine Klappe basteln könnte. Oder ich gucke noch mal in meinem ganzen Kram, ob ich was finde, was mich vielleicht überzeugen könnte, dazu zu passen, obwohl mir das Papier eigentlich ganz cool gefällt. Oder ich hätte mir das vielleicht andersrum überlegen sollen. Jetzt klebt's. Naja, auf jeden Fall wird das erstmal so die Grundanordnung sein. Ich meine, was will man immer großartig hier das Rad neu erfinden? Und das werde ich wieder mit dann den Klebemäusen, mit der Klebemaus, Mäuse vor allen Dingen mit der Klebemaus festkleben und dann etwas ausdekorieren. Aber ich glaube, ich gucke doch nochmal nach, ob ich was Passendes finde. Und beinkt habe ich das ganze Papier mit dem Distress Oxid Black Suit. Jo, so sieht's aus. So, werde ich mich mal schnell nochmal auf die Suche begeben. Das hätte ich mir auch eher überlegen können. Aber nein, es ist mir jetzt eingefallen, während ich mit euch rede. Ideen kommen beim Denken. Da, 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 in dem Fall beim Reden. Okay, pst. Ihr Lieben, was habe ich denn hier jetzt schon wieder rumgemurkst eigentlich? Komm mal hierher. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Papier so zu verwenden. Ich habe die guten Stücke schon aufgeklebt. Ich denke, dass ich eventuell zur Dekoration diese Glitzersteinchen benutzen werde. Und dann habe ich noch das Konfetti hier vom Teddy. Und habe ich die denn jetzt schon wieder hingelegt? Manu, heute läuft's. Meine Sticker sind weg. Moment. Ach, rausgelegt und nimm mit an den Ort des filmischen Geschehens mitgenommen. Vielleicht werde ich. Oh nee, das nicht. Noch diese hier mit benutzen. Ich habe noch keine Ahnung, weil ich habe mir natürlich wie immer noch keine Gedanken gemacht. Oder diese hier. Mal schauen. Vielleicht eher die beiden als den hier. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ach, die sind auch so schön hier. Das ist auch so niedlich mit dem Kürbis hier. Trick-or-Treat-Lämpchen oder Eimerchen oder. Ach, die sind auch so schön. Oh, zeige ich gar nicht in die Kamera. So, what? Oh, der hier passt gut. Oh, mein Gott. Ich weiß es nicht. Lasst mich überlegen. Hier die Fledermäuschen und der Kürbis. Die Spinnen wohl eher nicht, aber Kürbis und Fledermaus passt hier ganz gut. Ich weiß, die zwei gehen da eigentlich ein bisschen unter in dem Ganzen, aber ich hätte hier gerne so ein schönes Gewusel aus dem Ganzen. Ach,
Muss ich glaube erstmal überlegen. Das ist ja, wie gesagt, immer so ein möchte gern Watch-Me-Craft. Und ja, zum Stillschweigen überlegen und nachdenken und ausprobieren und hin und her schieben. Ja, ich glaube, da braucht man nicht weiter drüber nachdenken. Dann nehme ich euch lieber nicht mit, weil das wird chaotisch, schlimm und ihr wollt mich dann auch zwischendurch nicht fluchen hören. Ihr seht mich gleich wieder. Och Mann, das ist ja hier wieder eine Katastrophe mit mir. Ihr Lieben, ja, wie ihr seht, ich habe mich für die Kürbisse entschieden, für die Fledermäuse. Die haben so rote Augen, das habe ich erst gar nicht gesehen mit der Folie hier. Für die Fledermausis und für die Kürbisses. Das klebt jetzt alles bis auf die, merke ich die gar noch nicht richtig, klebt noch nicht wirklich da, wo es kleben soll. Also es liegt zwar dort, aber es klebt noch nicht. Das werde ich jetzt hier noch dran strugglen. Ich habe die schlimme Befürchtung, dies könnte wirklich ein Vollstruggle werden. Keine Ahnung. Ja. Und ob das so geil ist, dass ihr das euch vielleicht reinziehen müsst. Ich bin mir da mal nicht sicher. Deswegen sind das hier meine. Möchte gern Watch Me Crafts und ja, würde ich mal sagen, furzel ich mich mal hier durch, denn für den hier oben und da muss ich mal meinen Kopf hier in den Birne, in den Weg halten, in die Kamera. Das wollt ihr nicht wirklich, ja, Friseur-Lockdown lässt grüßen und sehen werdet ihr dann eben auch nichts mehr, außer meinen Hinterkopf. Ach, ja, bis gleich, ihr Süßen. Ihr Lieben, ich weiß gerade nicht, ob ich mir auf die Finger hauen soll oder nicht. Ich konnte mir nichts verkneifen und ich habe doch noch blau und weiße Glitzersteinchen benutzt. Ah, eigentlich sah es ohne auch schon cool aus. Bei der letzten Seite konnte ich mich zusammenreißen und keine drauf tun. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Sterne in den Nachthimmel gezaubert. Ja, ich weiß auch nicht, warum dann Flamingo und Gnomi und Kürbisse rumfliegen, aber sie tun es. Es ist Halloween-Time. Ich finde die Seite trotzdem ganz neckisch geworden, dass sie ganz neckisch geworden ist. Und ich muss den kleinen süßen Aufkleber hier. Keine Angst, liebe Birgit, ich habe den auf die Folie geklebt. Habe ich doch noch das da verwendet gehabt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Und da musste einfach dahin, der war so süß. Ja, so, das war's wieder mit meinem Möchtegern Watch Me Craft. Ich hoffe, die Seite gefällt euch. Ja, ich weiß, die beiden passen farblich jetzt nicht dazu. Ich habe mich auch gegen eine Klappengestaltung entschieden, weil ich das Papier so süß finde und sonst hätte ich das mit irgendwas anderem wieder verschandelt und ach und bla und Sülz und ja, ach, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich noch was gefunden und nur kleine Klappen hingemacht und dann, ach, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder ich baue es doch nochmal um. Keine Ahnung, jetzt klebt der ganze Quatsch zwar fest, aber das ist ja nicht das Thema, da was umzubauen. Ach, das doch noch farblich passt und ich mir noch ein paar Geister da drauf klebe. Ich weiß es nicht. Please help me. Ich weiß es nicht. Ich muss doch nochmal ganz schnell in mich gehen. Oh Gott, bin ich. Ich bin eine Schande. Oh nein. Okay, ich weiß. Ich bin irre, ich bin krank, ich bin verrückt. Ah, das Angel, dass mich das hier schon ärgert, dass ich der schon klebte. Aber na gut, wenn ich den jetzt abfummel, sieht es Mist aus. Aber, ja. Ich sage euch mal noch, was ich getan habe. Ich habe jetzt einfach nicht die Kamera angemacht, weil ich mich kurz selbst verflucht habe. Ich habe mir diesen Block vom Action rausgesucht. Die Seiten sind ja very dünn. Ja, haben wir denn mal eine? Habe mir eine Motivseite davon rausgesucht. Habe die beim halben Inch gefalzt, gefalten. Mit dem Ecken runter, abrunder die Ecken abgerundet, habe sie mit dem Black Suit beinkt, habe mir nochmal die Sticker rausgesucht, dass das hier eine ganze Parade ist, habe das mit lila Steinchen dekoriert, weil es doch zu nackig war und habe hier zwei Magneten angebracht. Das ist jetzt ja nicht weiter schlimm, die sieht man ja nur, wenn man es aufmacht und damit das hier nicht so nackig ist, habe ich das Ganze nochmal mit Black Suit beinkt. So,
Jetzt bin ich zufrieden und glücklich. Jetzt ist das eine Szenerie mit Klappseiten. Juhu, bin Blaser. Gott, was für eine Schande. Asche auf mein Haupt. Aber naja, es entsteht halt der meiste geile Shit, wenn man bastelt. So. Oder wenn es fertig ist und man. Ja, aber ich habe hier nichts mehr abrupfen müssen. Ich habe die einfach hier drunter geschoben. Aufmachen muss man die ein bisschen vorsichtig, weil das Papier ja so dünn ist. Aber dadurch, dass ja meine ATCs nie richtig festkleben, sondern nur an diesen zwei Streifen von der Klebemaus, konnte ich das gut unterschieben. So, jetzt klebt es, jetzt, weil es jetzt passt, wackelt und hat Luft. So, ihr Lieben, Schluss aus, Ende. Ende aus, Mickey Maus, Feierabend, keine Ahnung, Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Oh, jo, hihi, Black Suit. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.